Hallo, meine lieben Freunde, Abonnentinnen, Abonnenten, Viewers, alle, die zuschauen. Montagabend, ich habe mich den ganzen Tag in der Höhle verkrochen, bin jetzt rausgekrochen, weil es jetzt ein bisschen kühler ist. Ne? Wieder ein neues Video, wie versprochen, ich war auf dem Stadionfest. Kann nur sagen, ich sag's euch gleich, Mann. Bleibt dran, 1720 Abonnenten, natürlich das Ziel 1907. Das mal das erste Ziel. Mal gucken, ob wir das knacken können irgendwann mal. Ich habe noch interessante Infos mitgebracht. Nicht viel. Es wird heute nicht viel gequatscht. Ihr braucht keine Angst haben. Ihr müsst mich nicht lange sehen. Der Hauptteil des Videos geht wirklich. Ihr kriegt eine Mannschaftsvorstellung zu sehen, wie ihr sie noch nie gesehen habt. Richtig nah am Mann. Ihr werdet sie alle kennenlernen. Und noch ein paar tolle Eindrücke. Das ist also unser Programm. Wir, wie gesagt, diese Infos. Dann habe ich euch ein bisschen Eindrücke, die schneide ich euch noch zusammen vom Rehabilitationstraining. Dann haben wir einen musikalischen Beitrag. Der RNF Truck war da, hat eine schöne Show gemacht, außen quasi in, wurden jetzt die Mannschaftsaufstellung haben. Miss Carolyn ist der Name, genau. Wunderschöne Musik, so bluesig, rauch, richtig tolle Stimme, die hat richtig die Leute eingeheizt, die haben getanzt, ein bisschen die Leute vor der Mannschaftsaufstellung. Und da habe ich euch ein bisschen ein paar Bilder eingefangen. Und natürlich ein direkter Übergang, wo unser Stadionschwätzer dann übernimmt mit dem Küsschen und stellt uns die komplette Mannschaft vor. Davon und von dem Rehabilitationstraining habt ihr auch noch ein paar Bilder drin. Also ein schöner Zusammenschnitt. Der Hauptteil ist diese Mannschaftsvorstellung. Ihr werdet jeden Spieler nach diesem Video, bleibt dran, es lohnt sich. Nach diesem Video werdet ihr jeden Spieler kennenlernen. Wird mit Namen kennen, seine Vergangenheit, sie werden alle ausdrücklich vorgestellt und ihr könnt sie alle wirklich toll sehen. Tolle Perspektive, so meine Frau selber war auch begeistert. So, kommen wir mal zu den Infos. Wie versprochen, im letzten Video gebe ich euch gerade mal noch die Testspielergebnisse durch von unseren Konkurrenten in der dritten Liga. Ne? Das sind somit die letzten Spiele, die die Konkurrenten jetzt machen, bevor jetzt in einer Woche die komplette Liga dann losgeht. Also, es ist ja nicht mehr lang, es ist wirklich nur noch ein paar Mal schwitzen und dann geht es für alle wirklich hart, hart, hart los. So, und auch anhand von diesen wollte ich ja mal überprüfen, wie mein Riecher ist, so ein bisschen für die nächste dritte Liga. Und es gibt ein paar Überraschungen. Also der SVW konnte gegen Trier gewinnen, 2:0. Gibt es auch noch eine kleine Story dazu, gibt es Positives und Negatives natürlich an der ganzen Sache. Halle konnte gegen Queen's Park Rangers 1:1 erreichen. Queen's Park? Ich war auch so, ich musste dann doch mal gucken, aber die sind inzwischen zweite Liga. Aber trotzdem hätte ich nicht erwartet vom HFC. Ne? RWE gewinnt in Aachen 3:1, das habe ich erwartet. Oldenburg hat 1:0 gewonnen in Jedelo, also ich denke, das ist ein bedeutungsloser Test. Ne? Die Spielvereinigung Bayreuth ist zu Hause nicht über ein 1:1 rausgekommen gegen Energie Cottbus. Saarbrücken hat Köln 4:2 geschlagen, also Saarbrücken scheint in guter Form, RWE auch. Der BVB hat 1:1 gegen RKC Walwig gespielt und Wien Wiesbaden hat nur ganz knapp verloren gegen die Grasshopper Zürichs. Also das wäre bei mir, wie im letzten Video, so eine Halbpunkte-Aktion. Das ist Respekt. Karl Zeiss Jena, auch eine Mannschaft, die wieder hochkommen muss. Irgendwann war eine geile Mannschaft, damals habe ich auch noch gesehen. Gegen Zwickau 2:2, Dresden hat 1:0, also Dresden in der super Vorform anscheinend, gegen FK Teplice gewonnen und SC Freiburg nach wie vor stark unterwegs, ne? 1:1 gegen 1899 Hoffenheim, allerdings 2. Ne? Duisburg, weiß ich nicht, hat getestet am Wochenende, man sieht nichts davon, aber mein Kumpel hätte mir gesagt, Duisburg hätte wohl auf irgendeinem Turnier aufgetreten am Wochenende und weil ich ja zu ihm gesagt habe, na, ich glaube nicht, dass Duisburg hat wenig, selbst auch im Forum von den Duisburgern sieht man, da ist wenig Aktion bei denen, im Transfermarkt, ne? die wissen gar nicht so, nach was sie nach Grillitsch anfangen sollen mit der ganzen Sache, die sind, ne? Und die Fans sind auch recht unzufrieden da unten, aber er hat gesagt, sie hätten ganz respektable Ergebnisse abgeliefert, von daher vielleicht wird es noch was. So, ich glaube, unten während dem Rehabilitationstraining die Chance gehabt, wirklich mit Christian Neidhardt mal zu sprechen und ihr kennt ja den Dan,
Er macht da nicht lang rum, der fragt natürlich nach, was ihm brennt auf der Seele. Das habe ich auch gemacht. Und ich habe da auch ganz geradeaus und ganz konkrete Antworten gekriegt. Und die will ich euch auch so weitergeben. Erstmal noch kurz zum Testspiel-Sieg. So, brauchen wir was kurz zu trinken. Einen Moment. So, zum Testspiel-Sieg muss man sagen, 2-0 ist natürlich ein ganz klarer, toller Abschluss für die Testspielserie vor dem Anfang wieder. Allerdings mit den schweren Verletzungen, also vermutlich schweren Verletzungen, Le Boeuf und Schnatti, ist nicht so toll. Das hatte ich auch direkt erfahren von Christian Neidhardt. Ich hatte gefragt, wie das gelaufen ist. Auf eine andere Frage, auf die ich auch noch hinauskomme, wollte ich hinaus. Und da hatte ich gefragt, wie das gelaufen ist, das Testspiel. Die Mannschaft sich gut präsentiert hat und alles. Ne? Und dann hatte er mir selber gesagt, dass Schnatterer sich leider verletzt hat, Le Boeuf. Und ich auf meine Frage hin, ob sie fit werden zum nächsten Wochenende, war die Antwort. Also ich hatte eher die Tendenz, dass es Nein ist. Also Schnatterer, mit Schnatti hatte ich die Möglichkeit, kurz in der Autogrammstunde mal kurz zu fragen, was ist. Er sagt, es zwickt was, was nicht zwicken soll. Er wird jetzt untersucht, glaube ich, heute. Oder ist bereits jetzt untersucht worden. Bei Le Boeuf wird es genauso sein. Aber ich will euch mal jetzt keine großen Hoffnungen machen. Ich glaube, es könnte durchaus sein, dass wir auf Schnatterer und Le Boeuf verzichten müssen. Ne? Also man kann Gott sei Dank noch sagen, wir haben Gott sei Dank, da im Mittelfeld sind wir breit aufgestellt. Das ist jetzt der Glück, dass da die Verletzungen sind. Wie gesagt, ich habe ihn aber auch gefragt, und das war meine nächste Frage, da haben wir, es ging um die Rechtsverteidiger-Situation. Willi Sommer ist ja definitiv raus, Willi ist ja verletzt. Bei Johannes Dörfler hatte ich in dem Rehabilitationstraining die Möglichkeit, kurz hinzugehen, kurz zu fragen, weil ich mich sehr gefreut habe. Ich war erstens mal richtig überrascht, dass er überhaupt dort gelaufen ist. Weil laut den Medien, ne, also waren es 4 Wochen, wo er verletzt sein soll mit dem Knie. Jetzt ist er aber schon wieder locker am Laufen. Ich habe ihn gefragt, allerdings, er ist in der Einstiegsphase nach der Verletzung, es ist keine Chance, dass er auf rechts spielen kann, in dem Ligaspiel gegen Viktoria Köln. Was natürlich die Frage aufwirft, wer spielt dann? Und was natürlich wieder die Frage aufwirft zu Lukas Pinkert, der gespielt hat. Ich hatte auch gefragt natürlich, Herr Neidhardt, wie hat sich denn Lukas Pinkert präsentiert? Seine Antwort war, dass er sich gut präsentiert hat, stabil und solide und alles. Allerdings, es fehlt halt noch ein bisschen das Körperliche, was ja klar ist. Und das ist ja auch jetzt wieder in meine nächste Frage, die ich ihm gestellt habe, reinspielend, nämlich, ich hatte ihm erklärt mit meinem letzten Video, mit der Kaderplanung, dass der Waldhof halt noch auf -7 steht, wenn man das so rechnet, dass wir noch wirklich 4, 7 Spieler zu ersetzen haben, um auf 0 zu sein wieder. Und dass beispielsweise unser Gegner Viktoria Köln bereits seinen Partner um 5 Spieler verbreitert hat. Ne? Und dann hatte ich gesagt, er hat sich, wie gesagt, stabilisiert. Also er ist sehr gut gespielt, der Pinkert. Ne? Aber es fehlt halt, wie gesagt, noch die Fitness, das Spiel. Es ist was anderes zu spielen oder aktiv im Spielbetrieb zu sein, ne? Außer nur mitzutrainieren. Und das fehlt ihm halt noch, ne? Und daraufhin, wie gesagt, ging es halt darum, wegen der Kaderfüllung. Und er sagt halt auch ganz klar raus, die Ansprüche von uns, wir können einfach, der Kader füllen, hat er gesagt, können wir einfach. Der kann am Mittwoch gefüllt sein, der Kader. Das Angebot an Spielern ist nicht da. Aber mit dem Anspruch, den wir an den Tag legen, das heißt, dass wir nach oben wollen, müssen wir auch wir müssen einen gewissen Anspruch an Spieler haben. Er muss was mitbringen und es gehört eigentlich schon recht viel anscheinend dazu, Christian Neidhardt überhaupt zu überzeugen. Ne? Trotzdem glaube ich mal, Lukas Pinkert, das kommt jetzt nicht von Christian Neidhardt, das kommt von mir, glaube ich, so gute Chance, das sind vielleicht mitnehmen, vielleicht verpflichten, aufgrund der Lage auf der rechten Verteidigungsseite muss man vielleicht nehmen auch, weil letztendlich so eine Sache wie Kondition kann man ja auch aufbauen. Ne? Also da arbeiten wir dran. Wir haben ja einen tollen Start mit dem Athletik Trainer Dirk Stein oder Steif? Stein, genau. Und er tut die Leute dann schon richtig gut schleifen. Ne? So, dann habe ich mal noch gefragt nach seiner Philosophie und die ist Eigentlichkeit, die habe ich auch schon von vielen Fans an mich rangetragen gekriegt. Die ist Menschlichkeit. Ne? Also man merkt es auch und da muss ich auch den Verantwortlichen vom SVW ein großes Lob aussprechen. Es scheint, dass der SVW langsam wieder das Fleisch in der Hamburgerei macht.
Und das zwischen oben und unten jetzt wieder, wir haben jetzt wieder Fanbeauftragten hier, den Adrian Dischka beispielsweise, der kümmert sich um Belange und Probleme der Fans. Wir haben wieder Leute, die in Kontakt schlagen. Wir sind wieder näher. Ich habe das Gefühl gehabt, diesmal wieder näher am Verein zu sein, seit Jahren wieder ein Stück näher am Verein zu sein. Und seine Philosophie ist, dass jeder zählt, vom kleinen Fan bis zur Putzfrau, bis zur großen Fan, egal was für eine Position du im Verein hast. Solange du positiv für den Verein mitarbeitest und nach vorne arbeitest, dann bist du Christians Mann. Und er ist auch mein Trainer, solange. Und ich werde den Mann unterstützen. Er macht einen tollen Eindruck. Er macht einen älteren, erfahrenen Eindruck. Ein Mann, der weiß, was er will. Der ganz konkret dir ganz gerade raus sagt in die Fresse, was du vielleicht nicht hören wirst, aber er sagt es direkt. Und ich denke auch, selbst wenn Probleme kommen werden, und wir werden auch mal verlieren, und wir werden auch mal unentschieden, und wir werden auch mal wieder in der letzten Minute die Punkte lassen, auch in solchen Situationen, das, ich bin zuverlässig, das ist ein Mann, der tut es ganz konkret aufarbeiten, mit aller Ruhe. Wir müssen der Mannschaft nur die Chance geben, ne? Wir schauen, was die Woche passiert. Bitte betet, dass die Kranken gesund werden. Ne? Dass unsere Reha-Abteilung und unsere ganze Abteilung da gute Arbeit leisten können und optimale, dass alles optimal läuft, dass die gesund werden wieder. Und dass alle gesund bleiben jetzt die Woche. Weil jetzt beginnt auch für, nicht nur für Trainer, nein, für die ganze Mannschaft, jetzt ist schon der Fokus auf Viktoria Köln, auf den ersten Spieltag. Jeder will glänzen, jeder will gut aussehen. Gut, machen wir. Ansonsten kann ich nur noch sagen, ich habe jetzt nur 12 Minuten gebraucht. Ich schenke, es ist nur, glaube ich, 15 Minuten lang die Mannschaftsvorstellung. Ne? Schaut es euch an. Es sind wirklich tolle Bilder. Ich schmeiße euch die Sachen alle hinten dran. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Lasst euch gut gehen. Bleibt kühl oder cool bei dem Wetter, ist klar. Und ansonsten, nächstes Video ist Vorbereitungsvideo gegen Viktoria Köln. Ansonsten sehen wir uns wieder dann, ne? Und viel Spaß bei den Videos. Ich hoffe, die Aufnahmen machen euch Spaß, gell? Lasst ein Abo da, wenn ihr Bock habt, ne? Alla. Tschüss. Natürlich der Jubel für die Mannschaft, für den gestrigen Sieg im Geheimspiel. Letzten Testspiel gegen Eintracht Trier, 2:0, Torschützen, wie gesagt, Pass und Malachowski. So, haben wir die komplette Mannschaft zusammen. Bei der Besprechung mit dem Trainer Christian Neidhardt. So, Stadionfest, Trainingseinheit, Waldhof Mannheim, ne? Auf der gegenüberliegenden Seite, also hinter mir sind quasi die Tribünen. Gut gefüllt, ne? Mit viel Kinder, viel Familie, die sich das mal angucken hier. Inside my bones, it goes electric wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up on ceiling when we in our zone. I've got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. Feel that hot blood in my body when it drops. I can feel my eyes above it, moving so phenomenally. You gon' like the way we rock it. So don't stop. Under the night, when everything goes, nowhere to hide, cause I'm getting you close. Nowhere to applause, oh! Darüber, applause! Dankeschön!
ich würde sagen, erstmal den Applaus für Caroline. Dankeschön. Ja, da kommen sie langsam, unsere Bube. Sie spielen höher, schneller, weiter. Oh, es war ein anderes Lied, gell? Darf man ja gar nicht mehr. Müsste man eigentlich umschreiben auf dem Waldhof. Darf ich nur? Nein. So? So, die Mannschaftsvorstellung. Guck mal, da sehen Sie die Buben. So, alle komplett bevor wir anfangen. Da sehen Sie Saison 22/23. Erstmal Applaus. Unser SV Waldhof Mannheim. Ja, ich würde sagen, wir starten ganz einfach und passiert bei der Hitze, die Jungs wollen auch wieder runter. Und wir starten und der Spieler, der aufgerufen wird, einfach kurz nach vorne und dann könnt ihr direkt runtergehen am Tisch, dann sind ein Autogramm. Da ist auch ein bisschen Schatten. Also den ersten Spieler, den wir vorstellen, 25 Jahre jung, ist ausgeliehen von den Lilien Darmstadt 98 und verstärkt unser Torwartteam mit 1,93 Meter. Bringt ja nicht nur die Größe, sondern auch Erfahrung aus der dritten Liga mit. Unsere Nummer 12, Morten Behrens. Hier, Morten, das geht vielleicht hier in Darmstadt. Komm mal hoch hier. Wo ist Morten? Komm mal hoch. Was geht ab hier? Alter, das fängt wieder gut an, du. Du kannst schon gleich jetzt. Guck mal, was ist los? Servus. Also, dein Applaus, unser 12, Morten Behrens. Morten, die Neuen müssen immer tanzen bei uns, ist so. Nein, natürlich nicht. Also, viel Spaß beim Waldhof, schön, dass du da bist. 100. Autogrammstunde passt. Dankeschön. Ciao. Die haben seit 2020 sind unser nächster Spieler ein Teil unserer Bube. Mit seinen 23 Jahren ist ein fester Bestandteil unseres Torwartteams. Für ihn geht es mit unserem Waldhof in das dritte Jahr. Unser 23, Jan Christoph Bartels. Ja, und wenn man bei Borussia Dortmund seine Jugendausbildung genießen durfte und dann beim Waldhof unter Dennis Tiano das Torwarttraining macht, muss ein Torwart daraus werden. Seit 2021 bei uns, 21 Jahre jung, mit der 30, Lucien Habiduk. Die haben der nächste Spieler geboren in Dessau in der Hinrunde und im DFB-Pokal hat er sich der 24-jährige Spieler in unser Herzen gespielt. Er freut sich riesig auf die neue Spielzeit und hofft, dass bald neue Handys rauskommen für TikTok und so weiter. Mit der Rücke Nummer 2, Niklas Wilson Willi Sommer! Der nächste Spieler, Neuzugang von Hansa Rostock,
Der variable Verteidiger bringt jede Menge Erfahrung mit und will richtig Gas geben. 30 Jahre ist er jung. Mit der 3, Julian Riedel. Ja, und er ist der neue Mann im Mittelfeld und möchte unbedingt den Erfolg von Magdeburg in der vergangenen Runde in Mannheim wiederholen. Mit seinen 24 Jahren trägt er bei uns die Nummer 4, Adrian Malanowski. Denn es gibt Spieler, die muss man eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Mancher wird noch mitgezählt bei der Inventur. Er ist unser Mr. Mannheim. Von der Jugend in den Profibereich durch Kampf, Einsatz und Wille. Mit seinen 28 Jahren verkörpert er den SV Waldhof in jeder Zelle. Unser Kapitän mit der 5, Marcel Zegers! Ja, und der nächste Spieler ist immer da, wenn man ihn braucht. Er ärgert und kämpft bis zum Umfallen. Oh. Auch in dieser Saison wird uns der 22-Jährige wieder begeistern. Mit der Nummer 6, Stefano Russo. Ja, mit der Leihgabe von Karlsruhe geht es in seine erste komplette Saison beim Waldhof. Jetzt möchte der 22-Jährige weiter Tempo auf der Außenbahn machen. Unser Spieler mit der Nummer 7, Dominik Kohler. Im zentralen Mittelfeld ist er zu Hause und mit seinen 24 Jahren ist er auch ein sehr sicherer Spieler in unserer Mannschaft. Gute Stimmung ist ihm wichtig, vor allen Dingen auch in der Kabine. Unser Spieler mit der Nummer 8, Fridolin Wagner. Und hier unser zweiter Neuzugang aus Rostock ist 30 Jahre alt und gilt als ein extrem laufstarker Mittelfeldspieler. Er will unbedingt mit dem Waldhof die angepeilten Saisonziele erreichen. Herzlich willkommen in Mannheim. Rücken in Mannheim, Baxter Bahn. Seit vergangenem Jahr schnitt der 30-Jährige seine Schuhe für den Waldhof und sorgt in der Sturmspitze für viel Wind. Seine Tore gegen Werl und 1860 München sind uns immer noch im Kopf. Unser Spieler mit der Nummer 10, Pascal Sohm. Und unser Stürmer in den vergangenen 2 Jahren ist immer noch hungrig auf Tore. Und so soll und muss es auch sein. Kämpferisch gibt der 25-Jährige alles auf den Platz. Mit der Runde Nummer 11, Dominik Martinovic. Bei dem Spieler, der etwas älter ist, muss ich mit lauter sprechen. Natürlich wird sich auch unser nächster Spieler wie in der Vorsaison richtig geil und richtig mächtig ins Zeug legen. Als die Legende von Heidenheim hat sich der 36-Jährige auch die Herzen unserer Fans gespielt. Mit der 13, Marc Schnatterer! Ja, am vergangenen Freitag wurde es offiziell gemacht, der Neuzugang aus Offenbach, er kommt zu uns, um die Verteidigung zu verstärken. Mit seinen 24 Jahren möchte er nun seinen nächsten Schritt beim Waldhof und für den Waldhof tun. Mit der 15, Malte Karpstein!
Die haben der nächste Spieler. 25 Jahre jung und ausgeliehen vom SC Paderborn. Er soll die rechte Außenbahn beackern. Herzlich willkommen in der Waldhof-Familie mit der 16, Johannes Dörfler. Sie haben letztes Jahr vom VfL Bochum nach Mannheim gewechselt und der 23-Jährige hat in der Rückrunde immer wieder sein Können aufblitzen lassen. Jetzt geht es ins nächste Jahr für unseren Waldhof mit der Rücke Nummer 17, Baris Ekicir. Sie haben mit seinen 23 Jahren hat er sie in den nächsten Spielen vor der ersten Sekunde an in die Herzen unserer Fans gespielt. Der Mann mit der Maske, leider auf Krücken, ja, gegen Trier hat er sich ein bisschen verletzt, aber das wird auch schon wieder. Unsere Nummer 20, Adrian Lippo! Ja, unser nächster Spieler kümmert sich auch in dieser Saison um unsere linke Abwehrseite. In Erinnerung wird uns der Führungstreffer im DFB-Pokal gegen Union Berlin bleiben. Er ist 21 Jahre jung, der Spieler mit der 21, Alexander Rossipal. Warte mal. Dann bleib mal oben, dann fangen wir süß. Er ist 23 Jahre alt, knapp 3 Jahre beim Waldhof und mega robust. Stimmt es? Ja, auch in dieser Saison wird unser Innenverteidiger wieder alles in die Waagschale werfen. Wir begrüßen mit der 27 Gerrit Kulke. Ja, und der nächste Spieler gilt als variabler Offensivspieler mit sehr hoher Qualität. Und bei der U23 in Dortmund konnte man sich davon schon überzeugen. Wir wünschen ihm dabei viel Erfolg bei unserer Waldhofbube mit der 33, Berkan Tats. Berkan! Jawohl! So, einen haben wir noch. Er spielt die Champions League. Muss ich ablesen. Europapokal, erste Liga, zweite Liga und seit letzter Saison mit 32 Jahren für unser Waldhof. Natürlich geht's auch für dich weiter. Gib richtig Gas mit der 37. Marco Höger! Ja, soweit zu den Spielern. Jetzt hoffe ich natürlich noch, dass unsere Trainer auch noch nach oben kommen. Unser Trainerteam. Ist ja nein, Gott. Auf geht's, Trainer! Der ist in Braunschweig, ne? Sind 68 geboren, das passt ja. Zu 68er Brustleitzahl, ist 53 Jahre alt, verheiratet, hat 2 Kinder und ich muss sagen, wir haben uns ein paar Tage kennengelernt, sehr menschlich, authentisch, aber auch sehr, sehr fordernd, was die Mannschaft betrifft. Kommt von Rot-Weiß Essen, vorher aus Meppen, alles schon durchgekaut, jetzt hat er das Ruder für unsere erste Mannschaft übernommen und willkommen bei unserem geilen Waldhof. Unser Cheftrainer Christian Neidhardt! Ja, und wenn man mit Tour seit vielen Jahren durch Deutschland reist und schon so viele Stationen und Vereine erlebt hat und geführt hat, da weiß man und kennt sich auch vor allen Dingen bei vielen, vielen Sachen aus. Er steht an der Seite von unserem Cheftrainer, ich darf das sagen, 57 Jahre alt und er weiß, wie der Profifußball tickt. Willkommen in der Waldo-Familie, unser Co-Trainer Asif Saric. Au!
So, und da muss ich sagen, ich habe ja auch schon so ein paar Jahre auf dem Buckel und man kennt sich auch so ein paar Jahre. Und da muss ich sagen, ich ziehe da wirklich den Hut davor, wenn man sieht, was für ein Trainingspensum da abgeliefert wird. Seit November 2016 ist dieser Mann für die Torhüter zuständig und ein sehr wichtiger Teil des Trainerteams. Er ist 36 Jahre jung, topfit. Der an seiner Arbeit wird weit über die Grenzen hinaus vom Waldhof sehr, sehr, sehr geschätzt. Und überglücklich sind wir, dass er auch weiterhin mit der Raute auf der Brust arbeitet. Unser Torwarttrainer Dennis Tiano. Die haben von 2013 bis 16 warst du schon mal hier. Ja, die Waldo-Familie kennt ihn natürlich. Und der 47-jährige Pfälzer. Als gebürtiger Augersheimer, alles gut. Er kennt die Region und weiß, was ihr tickt. Und schön, dass du wieder zurück bist, unser Athletiktrainer Dirk Stelly. So, und einen haben wir noch für unsere Waldo-Familie mit seinen 32 Jahren. Kam er direkt von Meppen hier zum Waldhof. Er ist zuständig mit Videospielanalysen der Buwe, das Trainerteam zu unterstützen und damit auch zu helfen, dass es alles noch besser wird. Man kennt ihn auch als die griechischen Griechen. Willkommen bei der Buwe, Theodoros Dedes. Dankeschön! Applaus.